Guten Tag zusammen, hier aus dem Haus der Städteregion. Das Video heute wird ein bisschen länger. Ich wollte mal ein kurzes Update geben, einmal zur Lage bei uns in der Region. Wir haben nach wie vor die große Betroffenheit in Stolberg und Eschweiler. So ganz langsam kriegen wir die Situation da in den Griff. Es wird besser, was das Thema Trinkwasserversorgung angeht, was das Thema Stromversorgung angeht. Viele Haushalte schon zugeschaltet, viele, die jetzt in den nächsten Stunden überprüft und dann zugeschaltet werden können. Wir haben gemeinsam mit den fantastischen Krisenstäben, die vor Ort in den beiden Städten arbeiten und ganz, ganz viel Hilfe, dort wirklich einiges auf die Beine stellen können. Es gibt entsprechende Essensversorgung, die wir für den Bereich Eschweiler anbieten können. Es gibt in beiden Stellen Trinkwasserversorgung. Und wie gesagt, nach und nach werden Trinkwasser- und Stromversorgung auch wiederhergestellt. War das ganze Wochenende selber unterwegs, auch aus persönlicher Betroffenheit bei unseren besten Freunden, ist das Haus schwer mitgenommen, wo wir natürlich alle in jeder freien Minute gearbeitet haben, bin aber auch in Zweifalficht, der Stolberger Innenstadt in Eschweiler unterwegs gewesen, und was man da sieht, das ist teilweise nicht in Worte zu fassen, wenn man sieht, welche Zerstörung es dort gibt und wenn man auf der anderen Seite sieht, wie viele Menschen dort helfen. Das ist unglaublich, wie das vor Ort organisiert wird. Jeder packt mit an, jeder bringt sich ein, so gut er das kann. Alle Baumaschinen, die man fahren kann, oder sei es nur mit der Schaufel, oder sei es diejenigen, die Essen oder Getränke vorbeibringen und damit ausbringen. Das ist was, was mich unglaublich stolz macht, wenn man sieht, wie viel Hilfsbereitschaft es hier bei uns in der Region gibt, wenn man sieht, wie viel überörtliche Bereitschaft es gibt, nicht nur von den professionellen Hilfskräften, sondern auch wirklich Menschen, die aus der ganzen Region kommen, die teilweise aus ganz Nordrhein-Westfalen kommen, aus Holland und aus Belgien, und fragen, wo geht es hier zum Hochwasser, wo können wir helfen, was können wir tun. Das ist sensationell, und dafür einfach vielen, vielen Dank an alle, die jetzt mit anpacken, diese Katastrophe zu bewältigen. Das Thema Spenden ist eins, was uns sehr bewegt, was auch in den sozialen Medien für große Diskussionen sorgt. Wir haben eine unglaubliche Spendenbereitschaft, nicht nur aus der Region, sondern auch überregional. Die ganz herzliche Bitte ist, ich weiß, dass ganz vieles gut meinen Spendenorganisationen, die mit dabei sind, Leute, die Privatspenden organisieren. Hier ist einfach wichtig, wir haben vor Ort schon wahnsinnig viele, insbesondere Kleiderspenden bekommen, Sachspenden bekommen, sodass die Lager dort wirklich voll sind. Und bitte, bevor hier größere Aktionen organisiert werden, einmal kurz mit den Krisenstäben vor Ort Rücksprache halten, was wird noch konkret gebraucht. Im Moment geht es hauptsächlich um Gerät, das vielleicht eingesetzt werden kann. Also alle, die Hochdruckreiniger haben, die Trocknungsgeräte haben, Notstromaggregate haben, das sind Dinge, die wirklich noch händeringend gebraucht werden, auch sicherlich über die nächsten Tage und Wochen hinweg. Die normalen Sachspenden, gerade Kleidung und Ähnliches, davon ist in der Zwischenzeit ausreichend vorhanden. Also bitte, damit es da nicht zu Ärger führt, weil natürlich auch jeder, der helfen will, dessen Hilfe dann gegebenenfalls nicht angenommen wird, zu Recht verärgert ist, hier nochmal die ganz herzliche Bitte, das vorher abzustimmen, wenn da größere Aktionen geplant sind. Was ich am Wochenende leider auch gesehen habe, sind Katastrophentouristen und Gaffer. Mir fehlt dafür ehrlicherweise jegliches Verständnis. Also wie man auf die Idee kommen kann, eine Fahrradtour durch diese Gebiete zu machen, wie man auf die Idee kommen kann, sich ins Auto zu setzen, um zu sagen, wir wollten mal das Hochwasser gucken. Ganz ehrlich, da fehlen mir die Worte für. Das ist aus meiner Sicht so verachtenswert, was diese Menschen machen, dass mir dazu ja fast nichts einfällt, was man sagen kann. Also bitte, jeder, der der Meinung ist, er müsste da mal gucken kommen, bitte bleibt zu Hause, ihr steht den Leuten im Weg, ihr steht den Hilfskräften im Weg, es ist jeder herzlich eingeladen, der helfen will, egal von wo, komm vorbei, nimm eine Schaufel in die Hand, pack mit an. Es gibt genügend zu tun in den einzelnen Bereichen. Die sind uns alle herzlich willkommen, und alle anderen, die gucken wollen, bitte bleibt zu Hause. Wir können euch hier in der Städteregion definitiv nicht gebrauchen. Was wir gebrauchen können, sind tolle Hilfsangebote, und ich bin sehr dankbar, dass wir vom Deutschen Roten Kreuz eine ganz, ganz tolle Aktion haben mit dem DRK in Schleswig-Holstein zusammen, die nämlich eine Ferienfreizeit anbieten. Hierzu machen wir heute die Bedarfsabfrage bei den Jugendämtern in unserer Region. Einfach da, wo Menschen alles verloren haben, wo Kinder traumatische Erlebnisse haben oder wo Kinder vielleicht auch einfach nur bei den Aufräumarbeiten, ja, so blöd das klingt, die nächsten Wochen eher im Weg rumstehen würden, oder wo man ein Betreuungsproblem mit den Kindern hat, für die bieten wir eine Ferienfreizeit an. Das heißt, wir organisieren das als Städteregion, wir organisieren das gemeinsam mit den Kommunen und dem DRK, dass diese Kinder mal für ein paar Tage in ein Zeltlager kommen und woanders auf andere Gedanken kommen. Und das erleichtert vielleicht für viele hier vor Ort auch die Arbeit, dass Eltern, Großeltern dann noch mehr Kraft darauf verwenden können, sich entsprechend einzubringen und vor Ort dann mit aufzuräumen.
Ein letztes, was mir wichtig ist, wo ich kurz darauf eingehen will, wir haben heute Nachmittag weiteren Ministerbesuch hier. Ich werde gemeinsam mit der Kommunalministerin des Landes NRW, Frau Scharenbach, rundfahren. Wir gucken uns das in Storbeck und Eschweiler an. Der Ministerpräsident war hier. Es sind weitere Besuche für nächste Woche angekündigt. Ich weiß, dass auch das in den sozialen Medien ganz oft diskutiert wird. Muss das jetzt sein? Sollen die Leute nicht lieber vor Ort helfen? Das ist wichtig. Nochmal, diese Besuche finden nicht statt mit großer Pressebegleitung. Wir stehen nirgendwo Hilfskräften im Weg. Nochmal, das geht alles vor. Aber es ist wichtig, dass diese Menschen, die in Düsseldorf und in Berlin darüber entscheiden, wie es nach dieser Katastrophe weitergeht, nämlich wie viel Geld wir dafür bekommen, um dieser Katastrophe Herr zu werden, dass die sich einfach vor Ort mal ein Bild machen. Und ganz ehrlich, wenn man die Szenen in Storbeck und in Eschweiler nicht gesehen hat, dann kann man sich nicht vorstellen, wie groß das Ausmaß dieser Zerstörung ist und wie lange es dauern wird, diese Schäden zu beseitigen. Deswegen ist das wichtig, dass wir da über alle Parteigrenzen hinweg die Kontakte nutzen, dass wir die Menschen, die in Düsseldorf, die in Berlin entscheiden, dass wir die hier in die Region bringen, dass wir das denen zeigen, dass die mit den Menschen hier vor Ort ins Gespräch kommen und sehen, welches Leid hier den Menschen erfahren ist. Und deswegen müssen wir hier schnelle, unbürokratische Hilfe hinbekommen. Wir machen als Städteregion einen ganz kleinen Beitrag mit einem Hilfsfonds von 1,5 Millionen Euro für die schwerpunktmäßig betroffenen Gebiete. Da wird auch Teil von Rötchen, natürlich auch Aachen mit dabei sein, wo es auch entsprechende Schäden gegeben hat. Aber die große Hilfe, die können wir finanziell nicht stemmen. Wir haben hier Schäden, die werden weit in den dreistelligen Millionenbereich mindestens reingehen, die uns noch viele Monate, wenn nicht sogar Jahre befassen werden, bis die Häuser wiederhergestellt sind, bis die Infrastruktur wiederhergestellt ist. Das alles wird dauern und wird wahnsinnig viel Geld kosten. Und dazu brauchen wir einfach die Hilfe von Bund und Land. Und deswegen ist es wichtig, dass wir da über alle Parteigrenzen hinweg die Kontakte nutzen und jedem, der da was zu sagen und zu entscheiden hat, hier die Möglichkeit geben, sich ein Bild vor Ort zu machen. Zum Abschluss ein ganz herzliches Dankeschön an alle, die bis zur Erschöpfung mitarbeiten. Ich glaube, das ist unbegreiflich, was da vor Ort passiert ist. Aber was mich zutiefst bewegt, ist dieses wahnsinnig große Engagement vor Ort, das man erleben kann. Und das macht mich wirklich stolz. Und das zeigt, dass wir in der Städteregion zusammenhalten, dass wir gemeinsam stark sind und dass wir auch gut durch diese Krise kommen werden. Es wird dauern, es wird Geld kosten. Aber wenn das eine Region schafft, dann sind wir das hier in der Städteregion.